Und damit einen schönen guten Morgen, meine lieben Freunde und Zuschauer von Parktube bei einem neuen Freizeitpark hier auf dem Kanal. Und zwar sind wir heute im Rastiland, einem Familienfreizeitpark mit mehreren kleineren Counts, aber auch vielen Flatrides bzw. auch Kinderfahrgeschäften. Aber außerdem auch eine Monorail, wie ich gerade hinter mir sehe. Was ich auch noch erblickt habe, sind einige kleine Darkride-Parts. Da freue ich mich besonders drauf. Und auch wieder hier die Regel, wie bei den anderen Videos, heute wieder blind rein in den Freizeitpark. Ich habe mich wieder nicht informiert. Ich habe extra nicht geguckt, was es hier alles gibt. Ich habe es nur jetzt vom Parkplatz aus gesehen, dass es einen Kiddie-Coaster gibt. Dann noch ein Mini-Spinning-Coaster. Auch interessant, habe ich auch noch nie erlebt. Und außerdem haben wir auch noch ein Powered-Sommerrodelbahn, quasi Maximus Blitzbahn aus dem Toverland. Ja, auf jeden Fall ein neuer Freizeitpark wieder auf dem Kanal. Hoffentlich heute mit besserem Wetter als gestern. Gestern war ich nämlich im Fort Fun gewesen. Ihr habt es ja gehört und gesehen im Video. Also falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, geht auf jeden Fall drauf, guckt es euch an. Aber da hatten wir echt blödes Wetter gehabt, sodass ich den Vlog gestern frühzeitig beenden musste, weil wir knapp 2 Grad hatten, Wind und durchgehend Regen. Wurde mir dann gesagt, ja, das ist das Sauerland, das ist ganz normal da drüben. Aber es macht mir sozusagen keinen Spaß, bei so einem schlechten Wetter zu vloggen, dann noch mit dem Regenschirm rumzulaufen. Das ist schon ein bisschen lästig, deswegen habe ich da den Vlog beendet. Hoffentlich haben wir hier besseres Wetter. Ich habe mich schon mit der Dame von der Kasse unterhalten und die hat mir Glück gewünscht, dass heute auf jeden Fall besseres Wetter ist als gestern mit dem Fortfahren. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt. Und ja, wie ihr seht, ein neuer Freizeitpark. Ich gehe blind hinein. Ich wünsche euch auch viel Spaß und ich bin gespannt, wie mir der Freizeitpark am Ende gefallen wird. Aber ich denke mal, ich werde positiv überrascht sein. Willkommen in Amerika. Nee, weil der erste Eindruck ist natürlich immer der beste und zwar, es ist sauber und fröhlich. Natürlich wäre ein blauer Himmel auch ganz toll gewesen. Dann würden die Blumen hier schön zur Geltung kommen. Aber auf jeden Fall, schöner Eingangsbereich. Hast direkt ein Selbstbedienrestaurant, ein paar Snacks. Hier hast du Sitzgelegenheiten. Und ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein und schauen uns mal um, was es denn hier alles so gibt. Ich gehe, wie gesagt, ohne Konzept rein. Einfach nur straight. Ich wünsche euch viel Spaß beim Vlog vom Rustyland. In America. Rustyland. Mega gut. Eine Bimmelbahn mit schönen Dieselmotor drin. Das ist ja nice. Ja, cool, eine Bimmelbahn. Siehst du, habe ich auch nicht gewusst. Müssen wir auch später mitnehmen. Schrägstrich Efteling, Schrägstrich Europapark Feelings. Oh ja, man kann rückwärts fahren. Nice. So, aber unsere erste Anlaufstelle ist natürlich die Parkmap. Wir wollen uns mal anschauen, wie groß der Park überhaupt ist und was uns so alles erwarten könnte. So, wir sind jetzt hier am Eingang und zwar knapp hier ungefähr. So, dann wollen wir mal schauen, die Bimmelbahn fährt einmal rundherum. So, aber ich würde sagen, wir starten einmal so einen Rundkurs. Jetzt die Frage, gehe ich erstmal komplett außen rum und dann später so durch die Mitte? Oder gehe ich einfach mal planlos? Ach komm, ich gehe einfach mal planlos und lass mich überraschen, was so als nächstes kommt. Hier guck mal, Google PNG. genau, also auf jeden Fall ist ein kleiner Sneakerpark. Ja, also es muss nicht immer die Größe zählen, ihr kennt es ja. Hauptsache es ist schön gestaltet, strukturiert auf jeden Fall. Und wie ihr seht, es sind halt kleinere Fahrgeschäfte hier. Eine Rafting-Anlage haben wir auch. Dino Splash, Alter. Und eine Wasserbahn auf jeden Fall. Da ist der Kids Coaster, die Nummer 18. Familienachterbahn, genau. Bobkartbahn Blizzard. Das ist dann wahrscheinlich der Powered, ne, Sommerrodelbahn-Dingens. So, wenn wir jetzt hier straight durchgehen, müsste hier quasi eine Art Spielplatz sein mit kleineren Fahrgeschäften. Und ja, ach, wir schauen einfach mal. Splashwelle haben wir auch. Und das ist der, da wo die 8 ist, das ist quasi diese Mini-Spinning-Coaster-Anlage. Die kennt ihr wahrscheinlich schon. Ich aber noch nicht. Also ich kenne sie schon vom Sehen her, aber ich bin noch nicht gefahren. Und ja, ich würde sagen, dann starten wir unseren Walk-In. Und dann werden wir später auch noch mit der Monorail fahren. Hier oben ist irgendwie so eine Art Darkride-Part, wie schon erwähnt. Und ich glaube, ist das hier der Einstieg? Ja, das ist der Einstieg für die Monorail. Die würde ich aber erst später machen. So als Highlight, weißt du.
Oh, guck mal, nice Painting da. So, ich lasse die Kamera mal laufen. Einfach mal, um einen ersten Eindruck zu bekommen. Ich finde es immer wieder cool, einen neuen Park zu besuchen. Ich glaube, das werde ich jetzt öfter machen, Freunde. Mal schauen, wie diese Spring Tour so ankommt. Falls sie gut ankommt, werde ich direkt die nächste planen. Ich bin gespannt. So, was ist hier? Casey Junior oder was? Casey Junior. Ja, das ist hier so ein wirklich kleiner Kids-Bereich. Ja, mehrere kleine Fahrgeschäfte. Einmal hier, wie heißt das, Frösche. Ja, ein Casey Junior Verschnitt. Aber auch schön, guck mal, mit den Häuschen da hinten. Das ist doch ganz nett gemacht. Ganz schön. So, was passiert, wenn ich jetzt hier lang laufe? Haben wir da noch irgendwas? Hier ist irgendwas überdacht. Ah, eine Autoscooteranlage. Guck mal, sogar mit einem großen. Ein kleiner Ride und ein großer direkt dahinter. Mega cool. Ja, warum nicht? Ne? Gut zu wissen. Ein Autoscooter haben wir da. So, dann gehen wir mal weiter. Schauen wir als nächstes, was uns so über den Weg läuft. Oder wo ich über den Weg laufe. Eher so. So, dann habe ich hier einen Laserwalk entdeckt. Laserplanet. Das ist wahrscheinlich wie im Europapark Queen's Diamonds. Oder ACE, die neue Mission. Wahrscheinlich darfst du die Laser nicht berühren. Eine Art Theater. Einfach mal reingehen. Gucken. Oh, nice. Fange so viele blaue Strahlen wie möglich und weiche den roten Strahlen aus. Das ist ja interessant. I like. Komm, ich mach mal leicht. Ich muss warten, bis grün ist, ne? Ich warte mal, bis grün ist. So, ich mache leicht. Deine Mission startet in. Das muss ich tun. 2, 1, go! Mit dem Rucksack. Oh, Mist. Das ist voll cool gemacht. Oh mein Gott. Entschuldigung, die Kameraführung ist natürlich jetzt toll. Du hast Zone 2 erreicht. Hui. Fange so viele blaue Strahlen wie möglich und weiche den roten Strahlen aus. Ich habe eine Hand, ne? Okay, soll ich weiter? Ich denke mal schon. Oder war es das jetzt? Ah, das war's. Oder? Nö. Gut gemacht. Du hast deine Mission gemeistert. Das ist aber jetzt eine andere, oder? Ja. Deine Mission startet in
anderes Level. Okay, dann bin ich tatsächlich fertig. Ah, wie cool. Und das meine ich natürlich. Wenn man blind in den Park hineingeht, dann überrascht dich halt eben so eine Attraktion einfach. Wie gesagt, umgebaut vom Theater. Wahrscheinlich ist da noch keine Show drin. Da hat man sich was überlegt, getan und man hat den Raum benutzt. Voll gut, voll nice, gefällt mir. Und das ist definitiv besser als im Europa-Park, dieses Queen's Diamond oder AC oder was auch immer das jetzt ist. Finde ich auf jeden Fall viel schöner, weil erstens siehst du die Laser, zweitens hast du wirklich Aufgaben. Und wie gesagt, im Europa-Park, die Laser, die müssen auch ein bisschen klarer werden oder ein bisschen mehr Nebel reinpumpen. Aber hier die Nebler und die Laser, die sind wirklich sehr gut abgestimmt. Voll cool, mega nice, weiter geht's. Voll überrascht, Alter. So, gehen wir mal weiter und dann sehen wir hier einen Kletterpark. Der ist schön, der ist wirklich schön. Kompakt vor allen Dingen gehalten. Das finde ich mega nice, wenn es nicht viel Platz einnimmt. Ist immer gut, weil dann kannst du mehrere Attraktionen platzieren in deinem Freizeitpark. So. Was haben wir denn hier? Die Pirateninsel. Was kann die? Bitte beachten Sie, dass der Parkplatz 15 Minuten nach Parkschluss geschlossen wird. Oh. Okay, nee, da passe ich nicht durch. Ich wollte gerade reinlaufen. Das ist aber nicht für meine Größe gedacht hier. Ja, normalerweise war ja auch noch ein Splash Battle irgendwo. Irgendwo werden wir den finden. Aber ja, erstmal machen wir so einen Rundumblick hier in Rastiland. Dem Familienfreizeitpark. Und da hinten haben wir die Coaster-Ecke. Zwei Counts kann man sich wieder hier mitnehmen. So, ohne Kartbahn. Ist die denn aktiv? Das ist immer so die Frage. Auf jeden Fall ist die Rafting-Anlage hier ab 11.30 Uhr geöffnet und schließt schon um 16 Uhr, glaube ich. Das stand schon als Info an der Kasse. Muss ich gucken, ob ich die Raftingbahn mache. Ich denke aber, ja, heute ist nicht allzu kalt, nicht so wie gestern. Wir haben heute, ich weiß nicht wie viel, ich glaube 11 Grad. 11 Grad müssten wir haben. Und das ist auf jeden Fall, das geht klar. So, kurzen Stopp an dem Parkmap, um zu gucken, wo wir jetzt gelandet sind. Ja. Jetzt muss ich mal gerade selber überlegen. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wo ist denn hier dieses Piratending? Ah, da, wo die 23 ist. So, dann sind wir jetzt quasi an der Kartbahn, die ich gerade übrigens gehört habe. Das heißt, die ist aktiv. Müssen wir nachher auch mal fahren, falls ich reinpasse. Wäre ganz cool. Und ja, ich glaube, wir sind gerade da, wo die Chuchu-Bahn in Gelb ist. In der Mitte. Genau. Dann würde ich sagen, gehen wir mal straight weiter. Oder ich gucke mir mal die Kartbahn an. Komm, wir gehen mal zur Kartbahn. Ich will mal Kart fahren jetzt. Habe ich im Kalka nicht geschafft, deswegen machen wir das heute hier. Let's go. Ja, da passe ich locker rein in die Kartbahn. Deswegen. GoPro ist montiert, das heißt, wir gehen jetzt Richtung Kartbahn und dann fahren wir eine Runde Kart. Juhu! Ich mag das irgendwie, aber ich wäre tatsächlich gerne die Kartbahn im Kalka gefahren. Entschuldigung, weil die Karts da echt mega schnell unterwegs waren. Du kannst quasi auch Rennen machen, denke ich mir. Und ja, auf jeden Fall hätte ich es gerne gemacht. Aber wir sind ja bald wieder da. Ich muss ja mit Jenny auch noch ein bisschen die Parks nachholen, damit sie auch mal sieht. Aber wie gesagt, ich bin jetzt momentan allein unterwegs, vielleicht kann ich das kurz erwähnen, weil Jenny hatte eine Hüftoperation. Es ist nichts Schlimmes, die muss jetzt nur halt ein bisschen genesen. Und von daher habe ich mir überlegt, komm, dann starte ich schnell die Tour alleine, klappe alles durch und dann haben wir quasi für Parktube einen ersten Einblick in diese Parks. Und dann können wir ja gemeinsam entscheiden, welche wir dann nochmal besuchen werden oder welche ihr nochmal sehen wollt. Können wir auch noch machen. Von daher wird alles schon so weit klappen. So, dann geht's jetzt auf die Kartbahn.
noch rein. Juhu! So. Da fahren wir eine Runde. Meine Karre hat aber nicht so viel PS wie der Motor da. So, jetzt nehme ich mir den Vorteil vom Berg. Hui! Ja, war auf jeden Fall interessant. Ich habe noch eingepasst, Gott sei Dank. Ja, warum nicht? Go-Kart fahren. So, was haben wir denn jetzt hier noch um die Ecke? Ich glaube, hier scheint es irgendwie ein Water Ride zu geben mit ein bisschen Dark Ride Part. Ich glaube, das ist es, was ich von außen gesehen habe. Ich würde sagen, let's go. Das erinnert an die Pinocchio-Fahrt im Europapark. Das ist auch ja, das Gleiche, die gleiche Attraktion. Müsste Max sein dann auch, ne? Hier jetzt in der Märchenfahrt, so heißt das ganze Fahrgeschäft, mit meinem Mitfahrer Rucksack. Das ist mein treuer Begleiter jetzt die nächsten Tage. Ach, herrlich. Guck mal, so ein angenehmer kleiner Freizeitpark. Schön ruhig, gemixt mit Grün, eine Go-Kart-Bahn direkt daneben, mega gut aufgeteilt und sowas finde ich klasse. Ich meine, es gibt verschiedene Freizeitparks mit verschiedenen Aufbauten. Es gibt weitläufige, es gibt enge Parks, es gibt den guten Mix daraus, wie zum Beispiel Efteling. Wie gesagt, gestern war ich ja im, jetzt entfallen mir die ganzen Namen schon, im Fort Fun. Und da ist quasi das Ganze so aufgebaut, so ähnlich wie im Eifelpark. Da hat man auf jeden Fall ganz viele Täler und Berge, die du besteigen musst. Ist natürlich auch schön, aber da bist du quasi am Tag echt sehr beansprucht und am Ende des Tages bist du wirklich K.O. Und hier, wie gesagt, ist alles auf einer Ebene, schön aufgeteilt auf einer Fläche, mega cool, mega nice. Und ja, jetzt haben wir einen Dark Ride Part hier im Rastiland. Ich bin gespannt, welche Qualität uns jetzt erwarten wird. Natürlich bin ich jetzt hier nicht mit großer Erwartung da, bei allen Parks, bei denen ich jetzt unterwegs bin. Lasse ich die Erwartung ein bisschen unten. Somit wirst du auch nie enttäuscht. Das ist die Regel Nummer 1. Egal wo du bist, einfach die Erwartung nicht zu hoch schrauben. Ach guck mal, siehst du? Bewegt sich sogar was. Händel und Gretel. Ja, geht da lieber nicht rein. Ist nur so ein Tipp von mir. Oder keine Ahnung. Ich bin ja nicht so der Märchen-Pro. Aber ja, da ist der böse Wolf, die Großmutter. Ich kann mich nicht weiter drehen. Ich sehe nichts. Das ist doch nett gemacht. Muss man einfach mal sagen. Für Familien ist der Freizeitpark wirklich auf jeden Fall zu empfehlen. Das definitiv. Ne, weil wenn du ja eine Familie bist, hast du auch Kinder und die sollen ja auch irgendwie beschäftigt werden. Und das kannst du hier auf jeden Fall. Und ja, der Eintrittspreis ist auch sehr, sehr, sehr gut bezahlbar. Und für Senioren noch ein Tipp. Wenn ihr den Eintritt normal bezahlt, also die Tageskarte, ich glaube, es kostet knappe 32, 35 Euro, kostet Eintritt für den ganzen Tag hier.
Und wenn ihr das getan habt als Senioren, dann kriegt ihr eine Jahreskarte geschenkt. Ist das nicht cool? Das heißt, ihr könnt das ganze Jahr über für 35 Euro herkommen. Das ist doch mal ein Angebot, das darf man sich nicht entgehen lassen. So, wir sehen uns dann draußen bei der nächsten Attraktion. Es regnet nicht, Gott sei Dank. Jetzt sind wir direkt neben dem Märchenride. Und zwar bei der African Photo Safari. Und das ist ein interaktiver Ride. Guckt euch das an, Alter. Ich habe jetzt zwei Kameras in der Hand. Hui! Das sieht so dumm aus. Ham! Ham! Eine Kamera reicht mir schon in der Hand. Vielleicht kann ich noch hier so schießen. Bam, bam, nee. Ja, cool gemacht, muss ich mal sagen. Und es funktioniert alles. Nö, feier ich. Spaß. Ich bin jetzt allein unterwegs, klar, mit mehreren wäre es lustiger. Aber allein ist auch mal was Tolles. Müsst ihr mal machen. Beziehungsweise habt ihr schon mal einen Freizeitpark alleine besucht? Wenn ja, dann schreibt doch mal in die Kommentare. Was haltet ihr davon? Wie gesagt, ich mache jetzt die ganze Tour alleine und so ein bisschen abschalten. Ist auch mal was Tolles. So, die Fotosafari ist fertig. Hast du wirklich einen Ride neben den anderen, aber das Coole ist daran, es wirkt nicht so erdrückend, sondern tatsächlich wie ein freier Freizeitpark. Und ja, guck mal, da haben wir Rutschen. Dann sind wir jetzt hier im Schwimmbad oder was? Rafting im Reich des T-Rex. Ah ja, hier ist die Raftinganlage. Sollen wir da direkt drauf gehen? Ich weiß es nicht. Ach komm, oder? Komm, wir machen es einfach. Mein Gott. Kann dann schon nichts passieren, ist ja doch nur Wasser, sagte er und hat sich danach beschwert. Naja, wir gucken mal, wir gehen erstmal hin und dann schauen wir uns mal kurz um. Guck mal, da hinten haben wir einen fliegenden Holländer, warum fährt der rückwärts? Bitte nicht rückwärts. Ich mag ja Drehfahrgeschäfte so überhaupt nicht und wenn sie rückwärts gehen, so überhaupt nicht. Also überhaupt nicht. So. Gehen wir quasi auf die andere Seite des Parks. Hier ist nämlich die Straße zum Parken und hier ist der Weg halt zum Haupteingang und auch ein bisschen Parkplatz. Und ja, hier haben wir Hafema Rides oder was? Weiß ich gar nicht. Lol, guck mal da hinten. Nicht schlecht. Naja, die Sitze sehen ganz trocken aus. Ja, komm, machen wir. Komm, let's go. Andi traut sich heute was. GoPro ist ja am Start. Ist ja fast wie im Holidaypark hier, wa? Na komm, ist schon süß gemacht. Guck mal, ist direkt ein Dino-Shop, ein Dino-Imbiss. Oder ein T-Rex-Imbiss, eher gesagt. Nee, ist schon ganz süß gemacht. Richtig cool Animatronics. 2 Minuten. Guck mal, von Madame Freudenreich irgendwie, der Animatronic. Den habe ich da schon mal gesehen. Könnte natürlich der gleiche Hersteller sein. Bin gespannt. Siehst du, wusste ich nicht, dass es hier sowas gibt. ₹1,10 muss es sein, um hier mitfahren zu können. So
doch schon ganz nice gestaltet. Gefällt mich. So, wir sind da. Ich pack die Kamera kurz um. So. Oh oh. Oh nein. Oh nein, ich sehe es jetzt gerade. Nein, bitte nicht. Oh nein, Bobbejaarland-Feelings, Flashbacks. Ich will nicht mehr. Kann ich wieder hier raus? Ah, ich bin selber schuld jetzt. Das wird jetzt eine ganz tolle Experience. Ich sehe schon meine Füße, wie die nass werden. Egal, ich bin ein Mann. Ich zieh's jetzt durch. Hilfe! Hilfe! Oh mein Gott! Okay. Oh mein Gott. Noch gerade so überstanden. Okay. Oh. Alter, das war gerade so. Ich hab mein Leben an mir vorbeiziehen gesehen. Alter, warum hatte jeder diese Anlagen immer diese Abfahrt? Oh. Kann doch nicht wahr sein, Alter. Aber gut, Bobbejaarland wird nichts toppen, was die Raftinganlage angeht. In El Rio war das, glaube ich, war das. Boah, da kam die Welle des Todes einfach. Ach du Scheiße! Boah. Ja, aber schön gestaltet hier, guck. Der sollte sich, glaube ich, bewegen. Ist ein Wasserfall. Der Nautschonic ist schon hochgefahren, leider. Normal kommt er ja hoch. Ja, ist ganz nett gemacht. Ich glaube, das war's, oder? Wurde jetzt doch geblitzt, ja? Oh, jetzt habe ich's gekriegt. Okay, das war die Raftingbahn hier aus dem Rastiland. Noch einmal kurz hier am Dino vorbei. Oh mein Gott, aua. Boah, das Ding bumpt aber echt ganz heftig gegen die Wände. Oh, wir sind noch gar nicht fertig. Das wird ja noch schneller. Hui. Oh, bitte keine Überraschung jetzt. Also wie gesagt, gestern hätten mich keine 10 Pferde auf die Raftingbahn im Fortfahren gekriegt. Aber heute ist okay. So, dann war's. Fertig, wir haben aus. Ich hab's überlebt, Gott sei Dank. Mega cool. Alter, ich wurde aber echt überrascht. Also ich hatte wirklich kurz Schiss gehabt, als ich die Abfahrt gesehen habe. Ich so, oh nein, bitte nicht die Abfahrt. Mit der habe ich die schlimmsten Erfahrungen gemacht, die es so gibt. Alter, Falter. Hey, Onride Builder und direkt ein Merchandising Shop. So funktioniert das, Freunde. So. So muss das sein. Aber Andi ist nicht. Doch, da ist er. Ja. Guck mal hier. Madame Freudenreichs hier. Hm? Ja. Und das ist halt richtiges Marketing. Direkt der Merch-Shop am Ausgang. So funktioniert das. So musst du das auch tun. Und alles vollgepackt mit Dinos. So wie sich's gehört. Ja, cool. Feier ich irgendwie. Der ist cool. Das ist echt nice. Heidi. Schönen Dank und schönen Tag. Das wünsche ich Ihnen auch. Tschüss. Schönen Sonntag. Tschüss. Ciao. Ja, cool. Schön gemacht. Die
Ich glaube, hätte ich diesen Ausblick gesehen, bevor ich in die Attraktion reingegangen wäre, wäre ich tatsächlich nicht eingestiegen. Aber gut, jetzt habe ich es einfach mal getan. Alles okay. So, das war das Reich des T-Rex. Finde ich schön gemacht. Und ja, hier habe ich hier, das ist die Info. Tageskarte 35, dann zahlst du 0 und dann kriegst du eine Seniorenjahreskarte ab 60 Jahren. Das ist doch mal was Tolles. Ich verstehe nicht, warum jeder Freizeitpark es mit den Jahreskarten kriegt, aber Brühl nicht. Und was vor allen Dingen jetzt auch noch dazu gekommen ist, ist das Disneyland. Disneyland verkauft auch keine Jahreskarten mehr. Hem. Schwieriges Thema, aber ein anderes Thema. Nicht für heute. Ich wollte jetzt hier mit dem Flatride fahren, aber der fährt die ganze Zeit rückwärts. Ich weiß nicht. Ich verzichte lieber, bevor ich den Vlog dann dadurch beenden muss, resigniere ich doch auf diese Fahrt. Und ja, wir gehen mal straight weiter. Hier haben wir noch ein paar Wasserrutschen, so nebenbei. So eine Wasserrutschen werden jetzt auch im Dingens gebaut. Im Fortfahren haben wir ja gestern gesehen, die Baustelle. Ist ähnlich groß, kann man so sagen. In der Mitte wird dann, glaube ich, auch ein Lift gebaut. Aber ja, auf jeden Fall hast du ja auch Rutschen. Und da oben ist eine Schiffsschaukel. Aber da gehen wir jetzt mal hoch und gucken uns das mal an. Ich glaube, das ist dann das Reich der Piraten. Sehen wir mal, ich weiß es nicht. Wir gehen erstmal hoch. Aber ohne Kamera, weil das ganze Geschnaufe willst du echt nicht hören. Glaub mal, das willst du nicht. Ist hier irgendwas Schönes thematisiertes mit dem Namen Eingang darüber, und das bedeutet, ich gehe da jetzt einfach mal rein. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Nein, ein Dark Ride? Leck mich fett. Okay, ein Piraten-Dark Ride. Voll gut, voll gut. Alter, und das meine ich. Ich hätte im Leben nie gedacht, dass es hier einen Dark Ride gibt. Oh mein Gott, hier bleibe ich heute. Oh, wie geil! Was ist das hier, Alter? Alter, was für ein Bass. Alter, was ist hier los? Alter! Damit habe ich so überhaupt gar nicht gerechnet. Entschuldigung, ich bin gerade mega aufgeregt und hyped. Bitte? Das ist voll gut gemacht, ohne Witz. Der kommt jetzt runter, wetten. Oh nein, das Fass kommt auf uns zu. Was machen wir jetzt? Wir fahren weiter. Ey, mit Mediencontent, was ist hier los? Okay, ich bin gerade wirklich mehr als geflasht. Ach du Schande. Mega nice. Ja.
kommt der Dark Ride aus dem Rastiland, Alter, ich würde nicht mehr. Also das war jetzt echt gerade eine coole Überraschung. Wie gesagt, ich gehe immer jetzt ungespoilert in die Parks. Das ist wirklich das Beste, was du tun kannst. Jetzt gerade an der Reaktion hast du es wahrscheinlich auch mitgekriegt. Ich war so dermaßen geflasht gerade. Ich meine, das ist jetzt kein übelst krasser Dark Ride, das nicht. Aber Sound passt, Licht passt, Sound, also Effekte zu den Bewegungen. Und außerdem, es ist ein Dark Ride und es ist komplett dark da drinnen. Nein, aber auf jeden Fall, ich bin so gerade geflasht, dass ich hier diesen Dark Ride einfach gefunden habe. Und ich nicht mal wusste, dass es hier im Rastiland einen Dark Ride gibt. Siehst du? Und das ist es. Ich bleibe ab sofort immer ungespoilert. Das ist das Beste, was du machen kannst, ey. Für euch natürlich blöd, weil ich euch voll die Spoilerung mache. Aber sei es drum, ich werde es so tun dieses Mal. Und ja, total überrascht, Alter. Ich bin geflasht. Sehr schön, ich werde nachher aber auf jeden Fall nochmal fahren. Ich will nämlich für YouTube noch ein ordentliches On-Ride haben und nicht ein boah, wie krass, nice, nein, oh mein Gott, was passiert hier? Nee, das brauchen wir nicht in einem On-Ride, aber auf jeden Fall sehr cool. Ja. Ich wüsste den Namen gerne davon. Da steht halt nur Eingang drauf. Aber ja, weiter geht's hier im Piratenbereich, glaube ich. Und dann, ja, geht's straight weiter in den Park. Bis jetzt bin ich nur positiv überrascht hier von dem Park. Sehr geil. Ja, nach dem Schock des Dark Ride Andys geht's weiter hier im Park und ja, wie man auf jeden Fall unschwer erkennen kann, in diesem Freizeitpark hast du echt sehr viele Wasserrutschen. Ich meine, ist ja nicht schlimm, es bietet sich halt an, weil hier überall Berge sind und Täler. Von daher kannst du das gerne machen. Und ja, ich glaube, wir sind jetzt so quasi auf dem Weg Richtung den Achterbahnen. Außerdem gibt es auch noch eine Wasserbahn. Ich glaube, die nehme ich auch mal mit für euch. Ich meine, ich bin jetzt schon eine Wasserbahn gefahren, dann mache ich jetzt auch alles. Ist jetzt auch nicht so kalt gerade. Es ist wirklich angenehm. Kein Wind. Wirklich das Gegenteil von gestern wieder. Ja, Moviepark, mega krasses Wetter. Dann gestern mega schlechtes Wetter. Und heute ist auch wieder alles in Ordnung. Genau. So, aber bevor wir zu den anderen Coastern gehen, gucken wir uns eine Baustelle an für einen neuen Coaster. Wird ein Boomerang sein. Ich glaube tatsächlich auch von Vekoma. Natürlich. Der kommt dann quasi hier hin. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt. Track rückwärts, rück vorwärts, Track. Keine Ahnung, irgendwie so in dieser Richtung wird es sein. Aber auf jeden Fall kommt er dann hier hin. Und wird das Thema, ja, oder wird als Traktor verkleidet. Und ja, da sind wir auf jeden Fall gespannt. Wird dieses Jahr schon sogar eröffnen. 2023 ist es angedacht. Und das wird auf jeden Fall mega nice, mega cool. So, auf jeden Fall haben wir jetzt einige Attraktionen. Ich glaube, die würde ich auch in einem durchziehen. On-Ride technisch natürlich. Und zwar, ihr seht ja, da hinten die gelbe Bahn. Das ist der kurze, kleine Mini-Spinning-Coaster mit einem krassen Element hinten. Das heißt, du kannst das Ding auch mit Inversionen fahren. Das ist kein Witz jetzt. Außerdem haben wir hinten einen, Kiddie Coaster, ich glaube, das ist das gleiche Layout wie Mission to Mars im Europa-Park, nein, sorry, im Moviepark Germany. Dann haben wir noch eine Wasserbahn und natürlich haben wir auch noch hier den Powered, was soll ich dazu sagen, Powered Rodelbahn. Ich sag dazu einfach Powered Rodelbahn. So, ein Powered Sled Bob Ding. So, auf jeden Fall fangen wir mal an. Ich gehe mal hier weiter. Und gucken, was als erstes hier anzutreffen sein wird. Ah ja, dann wird es wohl dieser Powered Rodelbahn-Fahrt-Ding. Blizzard. Alter, das Ding heißt einfach Blizzard. Da freuen sich einige Fans von euch, wa? So, ich fahre jetzt mit dem Blizzard-Produkt. So, dann fahren wir mit Blizzard Entertainment. Ah ne, falsch. Blizzard. So, ich gebe Gas. Hui! Alter, wow, das war ein Launch. Hui! Ich mag das.
Ride Part. Lecco mio. Die Wasserbahn direkt. Oh, jetzt wurde ich geblitzt. Ich wurde vom Mammut geblitzt. Das war Blizzard. Weiter geht's mit der Action. Ich weiß aber nicht, wo wir jetzt landen werden. Irgendwo. So, als nächstes ist es dann wohl die Wasserbahn. Ich bin ganz allein im Boot. Vielleicht habe ich eine Chance, eben nicht nass zu werden dadurch. Aber ich kann hin und her rutschen, verstehst? Nee. So. Na komm, wir machen eine gemütliche Runde Wasserbahn jetzt, ohne viel Gelaber. Okay, ein bisschen hat es mich erwischt und das war die kleine Abfahrt. Ich freue mich. Oh je, jetzt geht's zum Finale. Vibriert aber echt ordentlich hier drauf. Egal, let's go. Sie werden das in 3, 2, 1. Tschö. Kein Kommentar. Ja, vielleicht werde ich ja nicht so das, wenn ich alleine fahre. Der Junge hat echt
Der ist echt sehr naiv, der Typ. Aber ja. Der letzte Splash, der hat es mir ordentlich gegeben ins Gesicht. Alter. OMG. Das war der Fehler, wenn ich ganz alleine ganz hinten sitze. Oh mein Gott. Ja. Macht Spaß. War auch eine sehr ruhige und entspannte Fahrt, bis halt das Finale kam. Aber gut, ich habe heute genug Wasserbahn. Definitiv genug Wassermann für heute getankt. Jetzt geht es erstmal straight zu den Achterbahnen, würde ich sagen. Müssten zwei Stück sein. Vielleicht sogar mehr, vielleicht werde ich ja überrascht. Ich weiß es ja nicht. Ich habe mich ja nicht gespoilert. Und ja, das wäre die Wildwasserbahn, die tatsächlich nass macht, Alter. Schön. Also man muss echt sagen, der Park hat wirklich viel zu bieten. Hätte ich echt nicht gedacht, weil wir sind jetzt schon knapp 3 Stunden hier unterwegs und ich habe immer noch nicht alles geschafft. Wie gesagt, mir fehlt noch hier die Zugfahrt, mir fehlt noch die Monorail, mir fehlen noch die 2 Achterbahnen und auch der Rest des Parks. Wir waren, wie gesagt, nur erstmal hier oben gewesen. Dark Ride hat mich komplett aus den Socken gehauen, ja. So, und das Wasser hat mich komplett nass gemacht gerade. Jetzt ist mein Gesicht auch mal sauber für dieses Quartal. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal den anderen Weg, weil wir sind jetzt hier quasi am Kletterpark links vorbei. Und jetzt gehen wir am Kletterpark rechts vorbei. Da, wo dieses die Laserattraktion war, da gehen wir jetzt weiter runter quasi. Und dann müssen wir am anderen Ende des Parks sein. Da, wo dann sich dann auch die Coaster befinden. Ich hoffe, dass ich da jetzt irgendwie ankomme, aber ich denke schon. Also bis jetzt bin ich wirklich sehr, sehr positiv überrascht vom Rastiland. Sehr cooler Park, gefällt mir. Für das, was man bezahlt und geboten kriegt, ist das wirklich ganz in Ordnung. Und hier auch ein Bobby Tower, natürlich. Und das meine ich hinter Bobby Tower. Das ist auch wieder eine Attraktion versteckt, die gar nicht mal so klein ist. Ja, guckt euch das mal an. Ihr könnt quasi mit dem Boden hier so ein bisschen durch die Gegend bumpen. Das ist quasi wie Autoscooter, nur auf Wasser. Mega cool, mega nice. Und thematisch angepasst. So Nordsee-mäßig oder eher Skandinavien. Ich glaube, das soll eher Skandinavien darstellen. Ja, es ist Skandinavien hier. Ich hab's erkannt. Ich bin Google, Junge. Hier ist auch noch ein Biergarten am See. Auch sehr schön, Alter. Perfekt. Wirklich sehr schöner Park. Hätte ich nicht gedacht, das, was ich von außen so gesehen habe, dachte ich mir so, ja, gut. Aber jetzt bin ich doch des Besseren belehrt und überrascht. Voll gut. Ah, da sind die Coaster. Okay. So, dann gibt es jetzt ein Ründchen Stronado. Auch ein sehr interessanter Name. Und ja, hier mit Looping-Gondeln und einmal Drehner-Gondeln. Voll gut. Das Ganze ist eine Visa-Anlage. SBF Visa. Ja, das kannst du dir echt überall hinstellen. Ne? In jeder Halle, in jeder Ecke. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sie sich fahren lässt.
Ich habe davon halt nur Bilder und Videos gesehen, noch selber nicht gefahren. Ist okay. Ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber es ist okay. Es ist immerhin eine Attraktion. So, da gibt es jetzt direkt den nächsten Count. Und die Karre heißt, ich glaube, einfach nur Achterbahn. Ich glaube, die hat keinen Namen. Also ich habe jetzt nichts lesen können. Da stand vorne nur Achterbahn. Aber egal. Hauptsache Count. Let's go! Ich sowas mag, wenn da so ein Kennungsschild, Typenschild dran ist, wie Koma. Für uns Fans eine Freude. Ja, jetzt hätte ich hier die zwei Counts mitgenommen. Wie gesagt, von der Achterbahn namens Achterbahn und einmal von Stronado da unten. Auf jeden Fall waren das, glaube ich, die einzigen Counts, die man sich hier heute holen konnte. Wie gesagt, der dritte kommt dieses Jahr noch. Ich denke mal, dann werde ich mit der Jenny einfach mal vorbeikommen. Wir schauen mal, was die Zeit so sagen wird, beziehungsweise die kommenden Touren, wo es da lang geht. Und wenn Rastiland und Co. auf dem Weg liegen, nehmen wir die auf jeden Fall nochmal mit. Aber ja, der Andi macht jetzt ein kurzes Päuschen und danach gucken wir uns den Park nochmal an, aus einer anderen Perspektive, und zwar aus der Perspektive des, des Zuges, der hier durch den Park fährt, und natürlich auch eine Runde mit der Monorail, wo auch ein Dark Ride Part wohl dabei sein soll. Und ja, dann gucken wir uns noch an, ob es irgendwelche Ecken gibt, die wir noch nicht gesehen haben hier im Rastiland. Und danach würde ich sagen, sind wir auch soweit durch. Ich glaube, dann haben wir echt alles gesehen. Aber erstmal muss ich schauen, wo man denn hier was dinieren könnte. Genau, ich mache mich jetzt auf den Weg und euch sehe ich dann später auf dem Zug erstmal. Genau, so, dann bis gleich. So, jetzt sitze ich hier im Selbstbedienrestaurant und ja, man konnte sich den Burger quasi so bauen, wie man wollte. Das hat dann quasi die Bestellung gemacht, oder die Mitarbeiter eher so rum. Und ja, das Ganze mit Mayo für 12,10 € das Ganze, beziehungsweise 12,40 € wegen der Mayo, die kostet die extra. Und ja, ich würde sagen, wir essen jetzt, beziehungsweise ich esse und ihr isst jetzt auch mit dem Auge gerade und danach sehen wir uns draußen. Und genau, fahren mit dem Zug und schauen uns Rastiland von einer anderen Perspektive an. Aber erstmal was Warmes. So, der Cheeseburger ist verrückt, Alter. Der war echt mega lecker. Ich habe den gerade noch so geschafft, weil ich habe doppelt Käse genommen. Aber hier in Rastiland heißt Doppelkäse viermal Käse. Nee, lecker war es auf jeden Fall. Pommes musste ich ein bisschen liegen lassen. Und jetzt warten wir quasi auf den Zug. Hier auf Gleis 1, bis er einfährt. Und ja, dann machen wir unser Ründchen durchs Rastiland. Gerade ist es wieder am Fizzeln, also regnerisch und nass. Die Kamera mag das so gar nicht. Und deswegen fahren wir jetzt die zwei noch übrig gebliebenen Attraktionen und dann schauen wir uns noch kurz ein paar Ecken an, wo wir noch nicht waren. Also erstmal eine Zugfahrt für euch mit mir.
Erde als Hellersdorf. Ruhig. Meerwasser? Wo habt ihr denn Meerwasser her? Schmeckt salzig, ne? Ja. Guter Witz.
eine Runde mit dem Zug gedreht. Das Ganze machen wir jetzt aber nochmal mit oder als Monorail-Variante. Ich weiß auch gar nicht, wo die hier überall lang fährt. Ich habe es gar nicht geblickt. Mal gucken. Müsste ein Mack-Ride sein, oder? Theoretisch. Guck mal, sieht's hinten. Mack-Produkt. Mega gut. So, da wären wir auf Mack-Produkt. Ah. Dann schauen wir mal. Lass die Land von oben. Aber leider nichts für meinen Magen, nicht mehr. Ich habe gerade gesehen, wir haben hinten noch einen Count, die muss ich leider mitnehmen. Aber das mache ich jetzt nicht im On-Ride, weil das geht tatsächlich nur eine Runde. Das heißt, die Fahrt geht nur 10 Sekunden oder sowas. Und die GoPro ist schon ausgezogen und im Rucksack. So. Und so langsam neigt sich der Tag dem Ende zu, hier im Vlog. Aber bis jetzt war es doch ganz schön. So, gleich geht es wieder zu einem Dark Ride Part. Und das muss man auch nochmal sagen. Fast alle Fahrgeschäfte, die es erlauben, haben tatsächlich einen Dark Ride Part. Finde ich mega gut. Ich sehe gerade, ich sitze ganz alleine. Warte, kann man den Couch von hier sehen? Müssen wir eigentlich. Ja, und da ist er. Ich hoffe, ich darf da überhaupt mitfahren, also ohne Kind. Ich denke aber, das sollte kein Problem sein. Oh. Wartet schon als Maskottchen auf uns. Sieht aber ein bisschen gruselig aus. Hallo? Guck dich so. Anna, wie guckst du? It's a small world! Yay! Disneyland! So, jetzt werden wir den Count definitiv sehen. Wir fahren nämlich direkt, quasi nicht da drüber, aber ja, hier war ich halt noch gar nicht. Da kommen wir jetzt gleich hin. Da müssen wir auf jeden Fall noch hin. So, hier haben wir Casey Junior quasi. Also ich weiß, es heißt nicht so, aber ihr wisst, was ich meine. Insiderwissen muss man halt ein bisschen, ja, verteilen. Gibt es irgendwie noch was ich übersehen habe hier im Park? Eigentlich nicht, ne? Ah, jetzt fahren wir direkt am Count vorbei, alles klar. So. Also hier. Nichts Besonderes, aber es ist schienengebunden und zählt. Ist so, Leute. Ist so. Ah ja, Phantasialand, die guten Zeiten. Es wäre jetzt lustig, wenn das Teil wäre aus dem Phantasialand, aber ich glaube nicht. Ich weiß gar nicht, wohin die das verkauft haben. Huch. Und wir sind fertig. Ja, eine angenehme Reise hier. Mack-Produkt. Mega schön. Auf zur Kirmes. Ja, jetzt gerade war ich auf Holla die Polter. Count ist Count, Freunde. Egal wie groß. Und ja, durfte ich einmal sitzen bleiben.
Das ist ein 3-Runden-Special. Macht schon Spaß, obwohl es so klein ist. Aber ja, der Regen hat eingekickt. Das heißt, ich werde die Kamera ein bisschen wegpacken. Ich mache auf jeden Fall noch ein paar Rewrites hier im Park. Natürlich auch noch den Dark Ride. Den werde ich jetzt noch ein paar Runden mitnehmen. Und danach sehen wir uns am Haupteingang zum Review des heutigen Tages. Und genau. Und Merchandising-Shop brauchen wir nicht. Ich war da schon drin. Da ist halt nichts Relevantes, was den Park betrifft. Es sind einfach nur Plüschtiere, einfach random und irgendwelche Feen. Nur damit ihr Bescheid wisst, im Merchandising-Shop gibt es nichts Relevantes. Nicht mal ein kleiner Magnet. Nichts. So schade. Wirklich schade. Aber ja, wir sehen uns dann gleich zum Review. Ja, und zum Ende des Tages gibt es doch noch Regen, aber wie gesagt, wenn es am Ende des Tages ist, ist es mir auch recht. Hauptsache nicht während des Tages, so wie gestern. Da werde ich immer weiter drauf rumreiten. Schade eigentlich, weil fortfahren hatte ich schon Bock. Aber werden wir auf jeden Fall wiederholen mit besserem Wetter. Ich bestelle was Besseres. So, der Tag heute im Rastiland ist auch vorbei. Der Park schließt in, ich glaube, 30 Minuten. Aber wie gesagt, ich habe jetzt schon alles durch. Ich hatte mehrere Rewrites gehabt gerade und unter anderem natürlich auch auf dem Dark Ride. Das war mega gut. Ich freue mich, dass es sowas gibt, weißt du. Und wie gesagt, ich lasse mich ab jetzt immer überraschen. Morgen sind wir, oder beziehungsweise bin ich mit euch im Serengeti Park. Natürlich für euch erstmal in ein paar Tagen. Der Vlog kommt alle 3 oder 4 Tage, weiß ich gar nicht, auf YouTube. Seht ihr ja dann. Und ja, da bin ich auf jeden Fall auch gespannt. Dann gibt es auch ein paar Tierchen zu sehen, hoffe ich natürlich. Ist auch ein Safari-Park in dem Sinne. Und ja, ich bin mit diesem Park mehr als zufrieden. Ich habe mir natürlich nichts angeschaut, nur so ein bisschen überflogen im Internet, ob sich das überhaupt dann auch lohnt, hier hinzufahren. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall und es gibt wirklich viel zu sehen, viel zu entdecken. Einige Attraktionen für die ganze Familie sowieso. Also auf jeden Fall ein Besuch wert und von mir auf jeden Fall eine Empfehlung für euch, hier mal vorbeizuschauen. Und ja, Andi geht glücklich nach Hause, ein neuer Freizeitpark auf dem Count, beziehungsweise ja, ein Freizeitpark gecountet und 3 Achterbahn-Counts mitgenommen. So, also siehst du, waren tatsächlich sogar 3 Counts und der 4., wie gesagt, da entsteht ja jetzt ein Boomerang, glaube ich, von Vekoma mit Traktor-Thema. Und ja, das wäre es hier aus dem schönen, aber echt sehr schönen, kleinen, aber feinen Rastiland. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Der ist auf jeden Fall positiv ausgefallen als der vom letzten Mal, wetterbedingt halt. Aber auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Lächelwink nicht vergessen. Wir sehen uns dann bald wieder im nächsten Video. Und das wäre dann Serengeti Park. Alles klar, Freunde. Macht's gut und ciao.